Joe Biden ist der nächste Präsident der USA. Und das ist eine schlechte Nachricht für Facebook, für Google, für Apple und für Amazon. Kommen jetzt harte Maßnahmen gegen diese Technologiekonzerne bis hin zur Zerschlagung möglicherweise? Oder ist das alles kalter Kaffee? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Ich erzähle Ihnen heute mal einen Schwank aus meinem Leben. Also, es dürfte so gewesen sein, Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich war noch im Studium und im Studium braucht man Geld. Und darum stand ich sehr oft am Fließband beim Weltbild Verlag. Der Weltbild Verlag, das war damals in Deutschland einer der größten Buchversender. Und da steht man dann eben so in einer dieser riesigen Hallen, da fährt das Fließband vorbei mit den Paketen und da tut man dann die Bücher rein für die Kunden. Und eines Tages, ich weiß gar nicht mal warum, da waren wir in der Kantine, in der sonst nur die Büroleute sein durften. Und mit am Tisch saß eine Dame, die war mitverantwortlich für den Aufbau von Bookstra, das sagenhafte neue Internetbuchgeschäft. Und ich saß eben da dabei, habe die Chance genutzt und habe dann mal ganz unschuldig gefragt: Ja, es gibt doch auch da dieses Amazon. Ist das nicht ein gefährlicher Konkurrent für Weltbild? Und die Antwort, die kam mit einer ganz erstaunlichen Arroganz. Also Arroganz sowohl mir gegenüber, mir dem Studentenschlaumeier, der halt mal was in der Zeitung gelesen hat, aber auch Arroganz hinsichtlich Amazon. Ungefähr so: Amazon, ha. Ist ja lächerlich. Amazon hat in Deutschland nichts. Die haben keine Struktur, die haben keine Logistik und vor allem, die haben keine Ahnung vom Markt, die haben keine Ahnung, was der deutsche Kunde so will. Also sinngemäß, Amazon drücken wir hier in Deutschland an die Wand, bis sie quietschen. Wie die Sache wirklich ausgegangen ist, weiß jeder. Amazon ist heute nicht nur der größte Internetbuchhändler in Deutschland, auch in Deutschland, sondern auch der größte Internethändler an sich mit einem Marktanteil von 48%. Weltbild ist 2014 insolvenz gegangen. Und was ich damit sagen will: Wenn wir heute reden über Marktmacht, über Monopole, monopolartige Strukturen, dann muss man schon immer auch vor Augen haben, dass Konzerne wie Amazon ja auch nicht mit dieser Marktmacht auf die Welt gekommen sind. Der führende Internethändler in Deutschland, das hätten andere Firmen werden können oder auch werden müssen. Sowas wie Weltbild beispielsweise oder auch natürlich Karstadt Quelle, die ja sowieso damals schon fast jeden beliefert haben, die ja auch die Strukturen gehabt haben natürlich. Und es stimmt ja auch, was die Dame gesagt hat. Amazon hat damals hier nicht viel gehabt, außer eine Strategie, außer viel Unterstützung vom Kapitalmarkt natürlich, dann sicherlich auch eine gewisse Skrupellosigkeit, aber auch die Kundenorientierung, die auch sehr konsequent war. Und es gilt für andere Technologie-Großkonzerne ja auch, die jetzt in der Kritik stehen. Also es gab auch vor Google schon andere Suchmaschinen, es gab neben Facebook auch viele andere soziale Netzwerke. Aber dessen ungeachtet natürlich, heute haben diese Konzerne eine enorme Marktmacht und das weckt Widerstände. Und für die US-Konzerne, die großen vier, da wird es jetzt auch langsam akut, das mit den Widerständen, denn ab Januar ist Joe Biden der neue US-Präsident und der ist ein Demokrat und die hassen diese Technologiekonzerne inzwischen. War vor ein paar Jahren noch anders. Das Silicon Valley war hip und war innovativ und wenn man Demokrat war, dann fand man das ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite, es gab natürlich auch die großen Konzerne damals schon, das darf man ja als Demokrat jetzt nicht unbedingt toll finden. Aber ein gutes Beispiel, wie das gelaufen ist zwischen Politik und Silicon Valley, das ist Facebook. Barack Obama damals ist unter anderem Präsident geworden wegen einer großen und sehr geschickten Kampagne in den sozialen Medien. Und das rechtskonservative Lager, das hat damals dagegen nicht protestiert eigentlich, sondern die haben das eben zur Kenntnis genommen und haben daraus gelernt. Und jetzt sind es im Grunde die Rechtskonservativen, die wohl die sozialen Medien dominieren in den USA.
Heißt aber im Umkehrschluss natürlich für die Demokraten, dass die sozialen Medien jetzt böse sind. Und eins kann ja das linksliberale Lager immer noch am besten, nämlich solche Medien an sich dann diffamieren, auch auf breiter Front und unter Aufbietung von Experten, vor allem Sozialwissenschaften mit 1000 Studien zu Filterblasen und zur Radikalisierung und so weiter, ist alles ganz interessant. Aber auch eingedenk der Tatsache, dass die rechte Szene in den USA ja wirklich einen unfassbaren Scheißdreck produziert in den sozialen Medien. Es ist trotzdem problematisch, wenn man behauptet, die sozialen Medien an sich sind eine Gefahr für die Demokratie. Denn erstmal ist es ja keine Gefahr für die Demokratie, sondern es ist nur erstmal eine Gefahr für die Dominanz der eigenen Meinung und der eigenen Deutungshoheit im Internet. Aber dessen ungeachtet, es ist die Haltung von weiten Teilen der US-Demokraten. Joe Biden ist eigentlich ein eher gemäßigter Demokrat, aber er muss Rücksicht nehmen auf andere Strömungen in seiner Partei. Und die werden oft unterschätzt. Wen haben wir da sonst noch außer ihm? Wir haben zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez. Und die hat Facebook mehrmals als Gefahr für das Gemeinwohl bezeichnet zum Beispiel. Die hat auch den Facebook-CEO Mark Zuckerberg mal massiv angegriffen in einer Kongressanhörung, müssen Sie sich mal anschauen. Dann haben wir Elizabeth Warren, die jetzt Finanzministerin werden könnte, die mehrfach offen gefordert hat, dass alle Technologiekonzerne allesamt zerschlagen werden sollten. Und dann natürlich Kamala Harris, die zumindest auch die Zerschlagung von Facebook gefordert hat. Und die ist die nächste Vizepräsidentin. Und was sagt Joe Biden selbst dazu? Er hat letztes Jahr im Mai gesagt, ja, dafür gibt es schon gute Argumente für eine Zerschlagung von den Technologiekonzernen. Sollte man schon ernsthaft drüber nachdenken. Und Joe Biden hat diese Konzerne ja auch immer sehr stark angegriffen für ihre Steuerpraktiken. Das Thema kommt also noch dazu, das Steuergebaren, zusätzlich zu Marktmacht und Reichweite. Apropos Reichweite. Ich habe in meinem letzten Video ja erklärt hier, ich brauche für meinen Kanal viel mehr Abonnenten, damit auch ich mal mehr politischen Einfluss nehmen kann. Das wurde ja zum Teil skeptisch kommentiert, so mehr oder weniger, ja, so viele Aktionäre gäbe es doch gar nicht in Deutschland, wie ich gerne Anmeldung hätte. Dazu kann ich nur eins sagen, ich kann auch anders. Und wenn das hier mit Aktien nicht funktioniert, dann wird das hier eben einen Beauty-Kanal oder sowas. Also Sie wissen schon, so mit Extensions, mit Tönungen für mehr Volumen, mit Lipgloss und sowas. Das ist keine leere Drohung. Sie haben es jetzt selbst in der Hand. Wenn Zukunftsmärkte ein Finanzkanal bleiben soll, dann jetzt abonnieren und wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und dabei auch auf die Glocke drücken, damit Sie mitkriegen, wenn neue Videos da sind. Ob das dann Videos zu schönen Aktien sind oder zu schöner Haut, das sehen Sie dann ja. Aber wie gesagt, jede Anmeldung zählt. Man darf da nicht zimperlich sein. Die Technologiekonzerne sind es nicht und die US-Demokraten sind es eben langsam auch nicht. Ein Ausschuss im Repräsentantenhaus, der hat sich genau mit dem Thema Technologiekonzerne, US-Technologiegiganten beschäftigt und der hat kurz vor der Wahl, Ende Oktober, einen Bericht veröffentlicht, der hat 450 Seiten. Es geht da genau darum, um die Praktiken der Technologiekonzerne und wie man darauf jetzt reagieren soll. Google zum Beispiel, denen wurde vorgeworfen, die verknüpfen ihr Android-Betriebssystem mit ihrem Browser, sichern sich damit ihr Suchmaschinenmonopol. Unter anderem natürlich, nur einer von vielen Vorwürfen. Apple hat einen Marktplatz für Apps, aber die Apps von anderen Anbietern werden da benachteiligt. Oder wenn sie erfolgreich sind, werden sie gleich kopiert. Amazon natürlich das gleiche in grün und in einem noch viel höheren Umfang. Amazon hat eigene Produkte, Amazon hat auch einen Marktplatz, die Partner sind da von Amazon ganz stark abhängig, Amazon hat alle Daten und wenn die Partner mal erfolgreich werden mit irgendwas, dann kommt von Amazon auch gleich so ein Produkt.
Und am schlimmsten sind die Vorwürfe natürlich gegenüber Facebook, wo man ja die wichtigsten Konkurrenten, also WhatsApp und Instagram, gleich alle geschluckt habe und wo man dadurch jetzt eine absolute Monopolstellung habe in den sozialen Medien mit einem einzigartigen Zugriff auf Nutzerdaten, auf Nutzervorlieben, und diese Stellung müsse gebrochen werden. Was sind die Empfehlungen in dem Bericht? Schlussendlich, die Monopole sind schädlich, man muss dagegen vorgehen. Man muss entsprechend Gesetze ändern, man muss gegebenenfalls diese verschiedenen neuen vielfältigen Geschäftsmodelle auch wieder entflechten, sprich Abspaltung, sprich Zerschlagung. Oder aber man muss zumindest verhindern, dass diese Konzerne in noch andere Geschäftsbereiche expandieren und dadurch ihre Macht natürlich noch weiter ausbauen. Und das sind schon deutliche Worte. Und das Ganze kommt eben aus dem Repräsentantenhaus. Das wird von den Demokraten dominiert. Das bleibt auch erstmal so. Es gibt aber im Repräsentantenhaus auch Republikaner, die damit sympathisieren. Und auch der Vorsitzende von diesem Ausschuss, der den Bericht rausgegeben hat, David Cicilline, auch der ist ein Republikaner und auch der hat gesagt bei der Vorlage, wenn wir das nicht klären mit der Regulierung von den Technologiekonzernen, dann werden wir keine Demokratie mehr haben. Was heißt es jetzt für die Technologieunternehmen? Hat natürlich viele Aspekte. Ein ganz wichtiger Aspekt, das sind die politischen Machtverhältnisse. Also wie gesagt, Demokraten haben das Repräsentantenhaus nach wie vor. Sie haben aber nicht den Senat. Und das wird auch knapp. Die Stichwahl in Georgia, die ist jetzt auch erst im Januar. Und wenn sie da die Mehrheit nicht schaffen im Senat, dann sieht die Welt dann schon wieder anders aus in ein paar Wochen wieder. Weil sie dann viele Gesetzesvorhaben so nicht durchkriegen werden, wie sie sich vorstellen. Zum Beispiel auch was die Steuererhöhungen betrifft. Insofern diese Senatswahl, die sollte man als Aktionär schon beobachten. Die wird hier bei uns immer ein bisschen unterschätzt. Das zweite ist, die Maßnahmen, die sich die Demokraten da wünschen, sowas ist natürlich immer langwierig, weil erstens die Konzerne leisten Lobbyarbeit, ist klar. Und wenn es hart auf hart kommt, werden die sich natürlich auch wehren. Und sowas kommt dann eben auch nie über Nacht, sondern es gibt dann wahrscheinlich, wenn man gegen die vorgeht, langwierige Gerichtsverfahren. Ist auch alles nicht so einfach, das hat man jetzt wieder gesehen am Beispiel von TikTok. Und dabei ist TikTok ein chinesisches Unternehmen. Donald Trump wollte die ja abschalten in den USA, es sei denn, die Chinesen verkaufen den US-Bereich an ein amerikanisches Unternehmen. Aber das alles ist von einem US-Gericht jetzt erstmal gestoppt worden. Und daran sieht man, so einfach ist es nicht. Es gibt da juristisch schon auch in den USA noch ein paar Hürden. Und um chinesische Technologieunternehmen, da geht es übrigens auch in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report, nämlich um Alibaba und um JD.com. Auch da hat sich ja wieder einiges getan in den letzten Monaten. Auch da gibt es zum Beispiel neue Regularien und auch diese Aktien haben etwas korrigiert. Und wir stellen uns die Frage, sind Alibaba und sind JD.com noch kaufenswert oder sind sie vielleicht auch wieder kaufenswert und welche von den beiden Aktien ist interessanter? Die Zukunftsmärkte-Reports kriegen Sie von uns gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, und damit wieder zurück in die USA. Es gibt einige Analysten, die glauben jetzt, die Technologiekonzerne könnten so reagieren, dass sie sich freiwillig ein bisschen selbst entflechten. Also noch nicht so vielleicht, dass es wirklich wehtut, aber dass man zumindest mal seinen guten Willen gezeigt hat. Es gibt dann einen ganz interessanten Artikel vom Digital Leaders Fund, die haben das mal durchgespielt. Also was könnten die Technologiekonzerne eventuell abspalten und an die Börse bringen und was hätte das für Konsequenzen? Ich habe Ihnen den Link hier auch nochmal unter dem Beitrag gestellt, können Sie sich mal ganz durchlesen. Also Google oder Alphabet, wie die heißen, ja wirklich, die könnten Waymo abspalten zum Beispiel, die selbstfahrenden Autos. Sie könnten YouTube abspalten, sie könnten auch die Cloud-Plattform abspalten, ausgliedern, an die Börse bringen. Amazon könnte zum Beispiel auch seinen gesamten Marketplace abspalten, also das Geschäft mit den anderen Händlern.
Klingt vielleicht ein bisschen abwegig, aber so abwegig ist es gar nicht, weil dann plötzlich all die, auch die, die bis jetzt Konkurrenten waren, die könnten plötzlich auch alle auf den Marketplace gehen und Amazon hätte damit viele neue Kunden. Wie gesagt, ist ein ganz interessanter Artikel, wobei man auch sagen muss, aus Sicht der Regierung wäre sowas möglicherweise eben nur Kosmetik. Und die könnten dann schon fordern, dass es weitergehen muss, dass die Bereiche dann auch wirklich operativ getrennt sind und dass sie vielleicht auch andere Eigentümer haben. Also so ganz so einfach ist es dann vielleicht auch wieder nicht. Noch ein wichtiges Argument ist der nationale Egoismus. Auch wenn man die Technologieriesen vielleicht nicht so mag in der Regierung, es sind aber auf der anderen Seite die Firmen, die noch richtig viel Geld verdienen und die vor allem ja auch im Ausland viel Geld verdienen. Und bei der schlechten US-Handelsbilanz ist das schon ein Punkt. Und jede amerikanische Regierung, egal wo sie jetzt politisch steht, die muss sich das natürlich schon gut überlegen, ob sie ihre wichtigsten Unternehmen wirklich schwächen soll, weil damit schwächt sie dann natürlich auch das eigene Land und seine Konkurrenzfähigkeit. Und damit würde ich sagen, schlussendlich, der unmittelbare Schaden, der jetzt sofort kommt, der hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Man muss es natürlich beobachten. Also wie gesagt, Mehrheit im Senat, dann wer kriegt welche Ministerposten in der neuen Regierung, also wie entwickelt sich das alles. Aber erstmal passiert wahrscheinlich jetzt noch nichts wirklich Schlimmes. Es hat früher auch schon große Kartellverfahren gegeben, gegen Microsoft zum Beispiel. Das haben die alle ganz gut weggesteckt. Allerdings, sie haben es gut weggesteckt, weil sich das Geschäft auch verändert hat und weil Microsoft sich auch mit verändert hat. Und das ist die andere Seite an dem Ganzen. Weil mit der Expansion mittelfristig, die Expansion dieser Technologiekonzerne, das wird wahrscheinlich schon schwieriger, weil ja jetzt alle schon sagen, dass die schon zu groß sind. Und weil man ja jetzt schon sehr sensibel ist, was zum Beispiel Übernahmen und sowas betrifft oder einfach Wachstum in neue Geschäftsbereiche hinein. Das soll ja dezidiert gebremst werden. Das ist die feste Absicht der amerikanischen Regierung. Und das könnte eben das Wachstum schon belasten auf mittlere Sicht. Die wilden Jahre der Expansion und die wilden Jahre der Zukäufe, das ist möglicherweise jetzt erstmal vorbei. Und wenn man jetzt die einzelnen Aktien nimmt, am wenigsten betroffen würde ich sagen, am wenigsten betroffen von so einer Anti-Monopolpolitik ist wahrscheinlich Apple. Die könnten ganz gut davonkommen. Noch dann Amazon, Google, die wären schon angreifbarer. Und wo am meisten auf dem Spiel steht, würde ich sagen, ist sehr wahrscheinlich dann eben doch Facebook. Facebook haben die Demokraten wirklich auf dem Kieker. Und wenn man denen wirklich so eine Art Entflechtung aufzwingen würde, also gesetzt den Fall, dann wäre der Schaden wahrscheinlich relativ groß. Das ist jetzt hier natürlich keine Komplettanalyse von diesen Technologieaktien, sondern eben nur mit Blick auf den Regierungswechsel. Also vielleicht noch kein Grund zur Panik auch, aber man muss das Ganze schon im Auge behalten. Und ich bin mir auch bewusst natürlich, ich bin jetzt nicht eingegangen konkret auf die Praktiken von diesen Konzernen, die natürlich umstritten sind. Und ich bin jetzt auch nicht eingegangen, welche Folgen das wirklich gesellschaftlich hat, auch die Macht von diesen Technologiekonzernen. Obwohl mich sowas auch interessiert natürlich. Also klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen verharmlosend, aber vielleicht haben Sie ja Lust, dazu auch noch was beizutragen hier in der Kommentarspalte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Thema 10 Schönheitstipps für Ihre Katze. So machen es die Hollywood-Stars. Es sei denn, mir fällt alternativ noch ein schönes Börsenthema ein. Also nicht vergessen, Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, dann sind Sie nächstes Mal wieder dabei. Dann müssen Sie sich das Video auch nicht erst mühsam suchen, sondern das Video findet Sie. So einfach ist es heutzutage, dank unserer großen Technologiekonzerne. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.